Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler. Der Familienurlaub in der Toskana hat mich gleich mehrere Trails hintergebracht. Die Trails von Punta Ala und Pontone bei Scalino waren schon richtig klasse. Aber was mich jetzt hier in Massa Marittima erwarten sollte, das seht ihr jetzt. Mit gewohnt Top-Zeitmanagement, wie Don Pedro alias Petey es in einem Kommentar zum letzten Video auf den Punkt gebracht hat, konnte ich praktisch direkt aus dem Schlaf in den Trail-Vormittag starten. Okay, und jetzt geht's los zu den Trails. Ich habe den südlichen Uphill gewählt, zum Monte Ascenti. Und bisher ist es ein sehr angenehmer Anstieg über eine Schotterstraße, die gut gepflegt ist, insofern perfekt. Spaghetti Climb schlängelt sich hier wie eine Spaghetti Portion den Berg hoch. Dergleichen habe ich noch nirgendwo sonst gesehen. So konsequent die Kehren durch den Wald, sodass es nicht zu steil wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Uphill so viel Spaß machen kann. This is the end, my friend. Nach einer kurzen Pause an der Basisstation der Trail Brothers Tuscany, die die Trails hier betreiben, habe ich mich auf die letzten paar Trailmeter zum Gipfel des Mount Ascenti aufgemacht, um in den Scopine Trail zu starten. On the top. Mal kennen, kann man springen. Menschen. Ausgeschildert. Boah. Dieser Teil des Trails ist recht flach, aber trotzdem ist hier richtig Flow aufgekommen. In weiser Voraussicht oder zum langsamen Start habe ich jetzt erstmal einen blauen Trail ausgewählt, um warm zu werden. Aber blau heißt hier nicht unbedingt unser Blau, sondern kann auch ganz schön dunkelblau sein. Zumindest stellenweise. Mal wieder richtig fiese Kanten drin. Man muss schon sagen, sie haben es gut gebaut. Das ist jetzt eher mal was, was man als Flau bezeichnen kann.
Okay. Das ist jetzt eher nicht so spannend. Baden gehen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt ein anderer Trail ist hier. Jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Aus den Höhenmetern wurde hier auf jeden Fall alles rausgeholt. Das ist klasse. Richtig gute Trailbaukunst. Zu nah dran. Mit diesem herrlichen Singletrack durch den grünenden Wald endet der Scopine Trail und führt direkt zur Forststraße, die mit angenehmer Steigung wieder zum Gipfel führt. Und wie das dann aussieht und was das Gebiet hier um den Monte Ascenti noch zu bieten hat, das seht ihr in den nächsten Episoden von Trailsammler. Ich sage auf bald, euer Arvid. Ciao. So, das war ein Auftakt.